Hallo und herzlich willkommen zurück zu Grounded mit dem China-Tiger. Hallo. Und dem Jollum. Moin, moin. Na, wir sind immer noch an dem Labor verzweifelt, also gehen wir jetzt Blaubeeren farmen. Eher gesagt, wenn wir geschlafen haben. Denk ja. Dran, Respawn-Punkt setzen. Ach ja, Respawn-Punkt setzen. Na, sonst sterben wir wieder an. Man müsste auch noch mal ins Labor, aber das kann ich ja auch am nächsten Tag machen. Need to recharge. Ja, das ist ja gleich neben der Basis, das Labor. Warum? Ja, also das Giftlabor war eine Erfahrung. Haben wir eigentlich noch Essen? Ach, da hängt was. Ui, das bringt ja wirklich really deutlich good. Weniger. Es geht zwar nicht kaputt, aber es bringt fast gar nicht. It's no lemon crime, but it's better than nothing. So, dann brauchen wir auch das hier nicht mehr. Aber wenn man bedenkt, wie viel man meistens auf die eine oder andere Art und Weise jagt und dann schlecht wird. Ich weiß nicht, also ja. Am besten ist es halt immer frisch jagen, schnell braten und dann fertig. Ja. Außerdem das Getrocknete kann man dann mit ein paar anderen Zutaten zusammen in diese anderen Sachen umwandeln am Herd. Hält nicht mehr ganz so lange, aber ja, mein Gott, macht, glaube ich, satt. Oder besser satt. Ja, es gibt Boni sogar. So, das heißt, Blaubeeren werden wir jetzt dann farmen, weil ich glaube, Marienkäferzeug haben wir genug. Ja, auch nicht mehr viel. Marienkäfer müssen wir dann auch. Aufjagen. Nehmen wir denn noch mit rein? Schwerwerfer. Schnelligkeit nehme ich wieder rein. Sonst lauft er mir wieder weg. Ja, stimmt. Ich glaube, ich habe die Mutation, mit der man schneller läuft. Ja, habt ihr beide. Deswegen bin ich ja vorhin immer hinter euch hergerannt. Aber das war ganz gut, weil ihr dann die Viecher weggelockt habt. Und dann konnte ich da einfach durchlaufen. So machst du das also. Genau. Gewieft. So bin ich. Okay, ich schicke euch in die Hecke. Ich übernehme ein paar von den Marienkäfern. China, läufst du Richtung Hecke? Ist das? Ja. Sehr gut. Dann bin ich ja auf dem richtigen Wege, wenn ich dann dem Namensschild folge. Und die Frage, wo sind die Marienkäfer? Vorhin waren so Richtung Gift, war ein Marienkäfer und ein infizierter Marienkäfer. Ich habe da auch zwei gesehen gehabt. Also, ja. Bin ich voll auf Sprinten ausgelegt. Das ist manchmal ganz gut. Ach ja, dann kann ich ja gleich mal gucken, ob in der Spinnenhöhle, da wo die zwei Wolfsspinnen drin sind, eigentlich gerade was los ist. Au. Au? Da kam noch so ein unqualifizierter Kommentar von hinten. Weißt du, so eine Larve? Nein, kleiner. Ach so. Also es ist erstaunlich, als du noch nicht da warst, habe ich mit drei Pfeilen gelegt. Ah ja. Entschuldigung. Ich gehe wieder. Du warst da, ich habe kaum noch Schaden gemacht. Sauber. Dann muss wohl einer sich um diesen Marienkäfer da drin kümmern. Satsch. Soll ich meinen Bogen noch? Oh, Haispinne. Was du, ein Hai oder Spinne? Beides. Eine Radspinne. Jetzt ist ja auch noch Ratsmitglied. Entscheid dich doch mal. Das ist eine Internetspinne. Du sollst nicht wegfliegen, Bäre. Du sollst kaputt gehen. Och. Ey, ich hab mich eben fast mit einer erschlagen. Ja, also. Das
die, also so wie die weggeflogen ist, können die nicht sonderlich schwer sein. Ich weiß nicht, wenn sie genau auf deinem Kopf landet. Also so wie die wegfliegt, da einmal gegenhaue. Ich bin hier falsch gelaufen. Bären, China, wir brauchen Bären. Ja, ich schieße die da runter. Ach, hier sind welche. Habt ihr Hämmer dabei? Ne, Echse braucht man, glaube ich, oder? Hier ist alles da. Ja, da reicht nur, falls du die einsagst. Echt? Ah, so eine Verschwendung. Ja, du kannst, du baust sie halt schneller ab mit der Zweierachse. Ah, das wollte ich ja. Das ist bloß ein Kiesel. Geil. Ja, brauchst du Kieselsteinchen? Kiesel sind auch einfach nur graue Blaubeeren. Ah ne, in der Spinnenhülle ist die Wolfsspinne wieder drin. Soll ich mich um die kümmern? Wie schaut denn meine Sachen aus? Oh. Gucken wir mal. Hallo Frau Wolfsspinne. Komm her. Mitten ins Gesicht die Axt. Au. Ist da ein Computer? Hier eine Kiste. Machen die Kisten irgendwas Besonderes? Was? Kiste? Was haben wir denn hier? 2 spröde Quarzscherben und 2 spröde Marmorscherben. Hier ist einfach eine Kiste. Das ist ja schön. Ja, ne? Die ist vielleicht aus dem Labor da oben gefallen. Das kann sein. So, 44 Brocken haben wir. Ach, da sind ja noch mehr. Dann sollten wir die 50 auch geknackt haben. Jetzt eventuell noch mal oben gucken, dass wir versuchen, das Vogelbecken zu erreichen. Das Vogelbecken. Hast du Lust? Hier sind überall Spinnen. Also wenn ihr ins Vogelbecken geht, dann würde ich da gerne mitgehen. Ich weiß nicht genau, welchen Weg man dafür nehmen muss. Den vergesse ich immer wieder. Tja, was? Du vergisst einen Weg? Ja. Das kann ja gar nicht sein. Also ich weiß, wo man anfangen muss. Das ist doch ein Anfang. Der Rest ergibt sich dann schon. Dann mal ich hab gleich schon wieder Hunger. Ja, das ist nicht... Also, noch habe ich Riegel bei. Ein Riegel habe ich auch noch. Und 12 Pilze habe ich auch. Und ich habe eine Laus dabei. Weil die ist roh. Ja, frischer also, geht nicht. Wenn du mir keinen Sushi draus machst, dann kannst du das selber essen. Wenn du aber Reiskorn findest, mach dir Sushi da draus. Ja. Okay. Wollen wir noch auf solche eben warten? Ja, weil ich komme hier oben. Ach, da. Hat er eh nicht vor, weit zu rennen. Ach so. Aber hier oben steht sich erstmal gut. Also solche, die Büroklammer weiß den Weg. Ich komme einfach mal in eure Richtung. Mal gucken, wo ich lande. Hui. Bäumchen fallen in Blaubeeren. Es gab keine Marienkäfer bei uns. Sind so viele Spinnennetze. Irgendwie lieber durchs Wasser. Bisschen planschen. Naja, der Dreckbrühe, ich weiß ja nicht. Hier ist noch eine Quest. Seid ihr hochgegangen? Die ist neu. Vorher war im Angebot, auf die Gasflasche da oben irgendwo rauf zu kraxeln. Klingt auch lustig. Gesagt, nee, die nehme ich erstmal nicht an. Warum nicht? Nee, ich wollte ja nicht wieder ins Gebiet. Kennst du doch jetzt aus. Halt
Ihr wollt ins Ding hoch. Ding hoch? Ins Labor, oder wie? Nee, nicht ins Labor. China hat mir ein Vogelbecken versprochen und dann... Da ist eine Biene, die sich verirrt hat. I'm not picky. Ja, ich lasse mich aber nicht gerne runterschubsen. Ja, das kann ich. Flying Tigers of the Yard. Was, die Flying Tigers of the Yard? Ja, die Hummel ist komisch. Ja. Die hat wahrscheinlich an vergorenen Beeren genuckelt. Oh, was? Wie? Spiderling? Ich bin auch da. Vor mir, ich hab das Ding komplett ignoriert, hab's nicht gesehen. Da sind sogar ein paar mehr. Inventar voll! Nein! Was machst du denn? Er hat die ganzen Bären eingesammelt, ich hab die bloß runtergeschossen. Moment, ich esse noch ein paar Pilze, dann habe ich wieder ein bisschen Platz. Und ich habe die Kiste gelootet. Ach, komm schon. So. Hallo? Hallo. Nicht Fackel Plus, was will ich denn mit Fackel Plus? Keine Ahnung. Warum? Manchmal einfach mal leuchten. Wo ist denn China? Auf dem Ast. Ich halt bloß gerade Ausschau. Ach so. Da hinten wollen wir hin. Oh, das Saft. Da könnte man noch mal trinken gehen. Ja, hier ist das Ding. Ich glaube, wir müssen hier rüber, China. Ja, ein bisschen muss man schon irgendwo rüber, so ist nicht. Ich habe keinen Todeswunsch. Ach, das ist ja sicher. Ach da, ich sehe es von hier aus. Habt ihr das eben auch gehört? Das klang wie so eine Säge. Das war die Seilrutsche, glaube ich. Ach so. Hey, was ist das hier für ein Labor? Das ist das ganz normale, was wir... Nee, das hier nicht. Oh Gott, wo ist denn China schon wieder? Weg. Du ruhig, Junge. Wo ist der Olamot? Ja, ach, hier da oben. Jetzt ist die Frage. Kiste mit einem Riegel und ein bisschen Quarzitscheibe. Was zum Lesen. Es geht hier noch weiter. Okay. Ah, okay, die Stelle. Science! Neustart? Oh, ein Hebel zum Ziehen. Oh. Prospektor-Scanner. Und eine Radarschüssel dran vorne. Oh. Ich meine, was kann schiefgehen? Es ist kein roter Knopf. Ja, was kann schiefgehen? Wir haben gerade eine Zwischensequenz. Ja. Das kann schief gehen. Jetzt. Ach, herzlichen Glückwunsch. Jetzt ist die gesamte Karte vergast. Ist das das SOS-Signal? Werden wir jetzt gerettet? Das ist der rote Knopf, der auf einmal das Blinken anfängt. Jetzt ist das dritte Gerät in den Laboren aktiv. Toll. Das ist aber nicht das, was ich ursprünglich gesucht habe. Was hast du denn gesucht? Na, den Weg zum Vogelbrunnen. Ich glaube, den haben wir hier. Ich glaube, wir müssen von da irgendwie darüber. Darüber? Ich glaube, da müssen wir rüber. Mit ganz viel Pech braucht man für den Weg, um den aufzumachen, erst noch eine reparierte Seilrutsche. Das ist ja die Frage.
All solved with you, Mark Force. Not to mention your most excellent mustaches. Thank you. Nein. I will never forget. Oh, die Seilrutsche sehe ich. Ja. Genau. Ich glaube, wir müssen von hier oben irgendwas reparieren, damit die Seilrutsche hier rüberfährt. Aber was? Aber was? Ja, oder eine neue hinstellen. Mhm. Ja, ich habe es gerade versucht, aber die hätte sich jetzt mal so nicht verbunden. Ich weiß halt nicht, ob wir da mit so einem Gleitding rüberkommen. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Ich mit meinem sowieso nicht. Wieso nicht? Ist ja so kaputt. Ja. Angefangene wegschmeißen, neuen ausrüsten. Ich habe ihn zerstört. Oh, wie hätte ich das beim letzten Mal gemacht? Ich von hier oben? Ist weiter weg, ne? Bringt nichts. Und wenn du hier versuchst, China? Achso, du bist wieder da hinten. Jollum, sollen wir hier probieren? Können wir darüber gleiten? Darüber? Ja. Was? Also hier nach unten, zu der Seilrutsche? Ja. Dass wir uns hier mal umgucken, weil, ne? Ja. Es geht ja trotzdem in die Richtung. Immer wieder einen Schritt nach vorne gemacht. Bist du da hoch? Bist du nach unten? Ja, ich bin effektiv eben gerade von Blättchen zu Blättchen zu Blättchen, weil aber ich wollte immer ein kleines Stück nach vorne, um den um den Abgrund zu überwinden. Und bin dann immer im falschen Moment. Das ist. Kann man von hier nicht auf die anderen Astrolpen laufen? Oh, ich seh's, das ist hier in der Nähe. Waren wir hier schon drin? Ja. Das ist halt nur die Frage, komme ich da rüber? Nee. Dann musste ich ja irgendwo auf dem anderen Ast drauf. Der ist hier. Ach, hier ist ein Pilz. Ich hab Jollums Lieblingsspiel gemacht gehabt. Nämlich? Jump run. Schön. Ja, das, also hauptsächlich Jump, weniger run. Ach so, dann ist man wieder auf dem Ast hier. Ah, okay. Solche, ich bin wieder auf dem Ast, wo wir eben waren. Ja gut, komm rüber zu mir. Ich glaube, ich weiß, wo wir ungefähr hin müssen. Wo, bist du die Seilrutsche gerutscht? Nein. Ich bin hier rüber geflogen. Geflogen? Aber mit der Seilrutsche müsst du ja auch hinkommen, oder? Ja doch, du kommst mit der Seilrutsche hier hin. Ich weiß bloß nicht, welche, ob das die richtige ist. Wir werden es erleben. Ich sehe geht in Richtung des Frisbees, oder? Ja, doch, genau. Richtung Frisbee. Dann ist man, glaube ich, zu weit. Nee. Nein, nein, nein. Vielleicht. Wir sind auf dem Frisbee. Über, aber... Über. Und Spinnen. Aber in der Nähe von dem Frisbee ist ja die Vogeltränke. Au. Hier ist auch noch meine Seilrutsche. Oh, bin ich fast über die Spinne gestolpert. Da waren wir auch schon drin. Dicke runtergefallen. Downfall. Ja, ich guck gerade, wo ich nicht hinfallen will. Also hier sind wir jetzt am Kartenrand, glaube ich. Oder zumindest von dem Bereich hier. Und dann rüber kommt man am besten mit der Seilrutsche. Dann würde man halt hier in die Richtung weitergehen. Ja, probieren wir es mal. Was ist denn in der Vogeltränke, Herr Tiger? Wasser, hoffe ich. Oh, das ist... China braucht Hilfe. Ich bin aber, glaube ich, zu weit oben. So ein Mist. Spinnen. Beim Jump'n'Run versagt. Ah. Oh je. Tja, das kommt davon. Um Jump'n'Run. Tja, oder sich drüber lustig machen, wie andere Leute runterfallen. Ja, das macht wesentlich mehr Spaß. Das stimmt. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir da rüber? Guck dir das mal an. Krass.
Oh, da unten ist auch noch was Schönes. Ja, Spinnen. Ich komme da nicht rüber. Ich muss auf jeden Fall an den Spinnen vorbei laufen. Ich brauche was zu trinken. Brauche ich, um den Bogen zu reparieren. I mean, this is probably what bottled water is. So, bist du bereit? Oh, ich bin bereit. Sprinten. Sprinten kann ich. Wenn ich etwas kann, dann sprinten. Ich glaube, hier ist... Da kommt man rüber. Mhm. Ja. Wenn wir da hoch können, dann könnten wir vielleicht... Spiderling hier. Ah, viele Spiderlings. Ich sehe keine. Einfach ignorieren. Die sind nicht da. Ah, hier sind wir falsch. Au. Glaub ich... Nein, nein, nein. Shit, ich bin runtergefallen. Schade. Ich glaube, ich habe mich gerettet. Hier ist ein Mega-Milchmolar. Wo bist du? Da, wo du runtergefallen bist. Oh, du brauchst wahrscheinlich einen stärkeren Hammer, oder? Zwei. Ja, den habe ich dabei. Vielleicht kommst du. Nein. Nein, 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 nein. Okay, ich verteidige den Milchmolar hier oben. Gut, ich bin gleich wieder da. Hallo, Herr Spinnerich. Treff doch mal. Rucksack sei bitte unten. Ja, sehr schön. Endlich im Gas. Ah, okay. Jetzt wird's interessant. Jetzt ist die Spinne hier. Oh, ich bin gleich tot. Scheiße. Oh, das sind aber wirklich... Es hat auch nicht aufgehört. Wo hast du den? Der ist direkt hinter den ganzen Großen. Das ist der Mega-Mücken da. Okay, ich bin tot. Greif nochmal an. Ich hol dich. Jetzt bist du runtergefallen. 20 Sekunden habe ich noch. Mega. Zwei. Tastes good. Das ist auf jeden Fall ein Upgrade für uns. Das ist ein goldener. Food. Jetzt ist die Frage, wo... Ich habe jetzt keine Orientierung mehr. Dann hat sich das doch schon mal gelohnt. Da lang wär's. Welche Richtung? Es ist die Frage. Ich muss nur kurz hier hin. Nein, hier ist es. Ja. Oh, ihr seid da oben. Genau. Wir müssten in diese Richtung. Das Gute ist, hier ist erstmal spinnenfrei hier oben. Jörlum hat alle angelockt. Was? Ich? Guck mal. Oh, I was using that. Ach, oh Mist. Hier ist Marienkäfer. Ja, ich bin hier unten gestorben. China, bist du... Oh. Achtung, neben dir, gell? Alles gut. Chillig. Aua, verdammt. Hier wollte ich... Ah, Taste. Alter... Da wird man einfach mit einem Pfeil angegriffen. Was soll denn das? Das war ich für die Jungspinne gedacht. Mhm. Sehe ich aus wie eine Jungspinne? Ja, im Dunkeln? Wenn ich die Augen zusammenkneife? Weißt du auf, dass ich hier nicht auch gleich nochmal die Augen zusammenkneife? Da gibt es ein Ding, der rausführt. Na, mehrere sogar. Der hier. Aber jetzt, wo wir so schön zusammenstehen. Jetzt würde ich einfach Schluss mit uns machen. Ja. Na dann. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zugucken. Vielen Dank fürs Dabeisein. Schaut auch bei den anderen vorbei. Bis dann und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.